Hallo Minecraft, willkommen zum neuen Let's Play Captive Minecraft und zwar die vierte Version. Ja, gab schon ein paar. Ich habe das auch mal im Singleplayer irgendwo angezockt, glaube ich. Und ich dachte, ich lasse euch mal teilhaben hier. Ja, es wird, glaube ich, schon ein bisschen Nacht oder so. Ich weiß gar nicht. Ja, Captive Minecraft Winter Realms. Ihr seht, hier ist viel Eis, da hinten zumindest. Hier ist ein bisschen Schnee. Da hinten hüpfen Hasen rum. Schneehasen wahrscheinlich. Schneehasen. So, Realms. Nein, Captive. Captive Minecraft. Was muss man hier machen? Wir haben nichts im Inventar. Und ihr seht hier so eine komische Lichtmarkierung oder so ein Flow-Effekt. Captive Minecraft basiert darauf, dass man die Achievements hier, ja, dass man die alle durchmacht. Ja, da gibt es ein paar davon, die macht man normal eigentlich gar nicht, beziehungsweise man bekommt sie so im Spiel, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber dieses Captive zielt genau darauf ab, dass diese Achievements gemacht werden müssen. Und zwar seht ihr im Moment, dass die Border hier ein Block groß ist. Und sobald wir ein Achievement erreichen, vergrößert sich die Border im Radius um einen halben Block. Das heißt, das erste Ding ist, wir müssen unser Inventar öffnen. Ja, hier steht auch, increases the world border by taking inventory. Ja, und jetzt haben wir hier einen halben Block mehr. Und wir können hier wahrscheinlich das Holz abbauen. Jawohl. Und dadurch haben wir die Border nochmal um einen halben Block vergrößert. Das ist schon ziemlich gut. Wir müssen jetzt halt dann gucken, dass wir die Border vergrößern. Ach, hier ist wieder. Moment, ich muss mal gerade hier Resource Pack. Ja. Zurückstellen. Damit das Inventar hier wieder normal aussieht. Das nächste Ding ist eigentlich Crafting Table. Und was kann man denn noch machen? Gibt es da Stöcke auch? Nee. Für Stöcke gibt es nichts. Ich mach das mal hier hin, weil dann können wir da auch hochhüpfen. Und ja, also wir müssen hier alle möglichen Achievements machen, damit wir vorwärts kommen. Ich mache jetzt mal hier eine Axt. Ich hoffe, dafür gibt's was. Ne, gibt's nicht. Na toll. Aber für ein Schwert gibt's was. Das weiß ich. So. Und was können wir denn noch machen? Eine Spitzhacke. Gibt, glaube ich, ein Achievement. Jawohl. Gibt eine Schaufel auch ein Achievement? Nee. Okay. Haben wir Holz verblembert. Oh, da ist eine Kiste. Da kann man sogar rein. Da ist sogar was Nützliches drin. Also mit dem Gold weiß ich jetzt noch nicht, was ich anfangen soll. Ein Buch. Thorn. Journal Entry. Okay. Ein Brustpanzer, den ziehen wir uns einfach mal an. Und ein bisschen Fleisch haben wir gekriegt. Und dann gucken wir mal hier in diese. Es stehen ja noch mehr Kisten. Uiuiui. Das ist nice. So, das Buch sagt. Ich hab. Ja, schlussendlich habe ich den Bereich, den markierten Bereich auf der Karte erreicht. Na, heute will ich ein Camp errichten. Und morgen kann ich mich dann runtergraben. Wohin? Keine Ahnung. Aber das wird man bestimmt noch irgendwie erfahren. So, ich baue jetzt hier mal einen Baum weiter ab. War wahrscheinlich nicht so klug. Weil wir brauchen noch irgendwie Saplings. Habe ich jetzt noch keine gefunden. Hm.
Ich grab mich mal nach unten. Weil wir müssen irgendwie. Das ist noch eine Kiste. Mit Fackeln. Mit Fackeln ist cool. Und ein zweites Buch. Wenn wir hier jetzt Fackeln hinstellen, schmilzt der Schnee? Gute Frage. Achso, da können wir ja gar nichts platzieren. Toll, wir haben Schneebälle. Achso, da ist eine Kiste. So, das war das erste Buch. Da ist noch ein Buch. Gucken wir mal, was da drin steht. Tag 34. Eine Lawine hat meinen Rückweg zur Oberfläche zerstört. Ohne eine Schaufel habe ich keine Chance und keine Möglichkeit, außer zu bleiben, also im Untergrund zu bleiben, bis der Winter vorbei ist und das Eis anfängt zu schmelzen. Okay, gut, ja, dann bleibst du halt unten und ja, vielleicht sehen wir uns dann nochmal irgendwann. Kann ich hier stehen? Ja, scheint zu gehen. Oh, was ist denn da? Was ist da los? Da ist irgendwie ein Hohlraum. Aber ich muss mal gerade überlegen, was man für ein nächstes. Oh, ich habe ein Sapling. Oh. Aber dafür brauche ich auch. Warte mal. Kann ich den hier anpflanzen? Jawohl. Oh, ich habe Seeds. Ich habe sogar zwei Seeds. Na, da kriege ich noch nichts. So, aber dann bräuchte man jetzt noch Wasser. Und vielleicht platziere ich hier einfach mal eine Fackel. Hier. Und dann gucke ich mal, was da mit dem Zeug hier, mit dem Schnee passiert. Ob der jetzt schmilzt oder nicht. Dann kriegt man für eine. Ich habe noch Holz. Glück gehabt. Kriegt man für einen. Wie heißt denn das? Für eine Hoe kriegt man dafür einen Achievement? Jawohl. Wenn die Fackel das Wasser hier erreichen würde, dann könnten wir da eine Farm anlegen. Ne, ich lasse das mal so und pflanze hier den Baum an. Gibt es dafür was? Nee. Ich hoffe mal, dass die Fackel irgendwie noch. Wir müssen auch aufpassen, irgendwann wird es Nacht. Dass die Fackel irgendwie da das Wasser zu Wasser werden lässt. Nein, es wächst auf jeden Fall schon. Und dann hätten wir hier. Könnten wir vielleicht Brot herstellen oder so. Aber ich wollte ja mal gucken, was das hier unten ist. Da ist auch Eis. Ach, da komme ich noch gar nicht dran. Ich mache jetzt hier mal ein paar Schneedinger und dann werde ich mal runter gucken, was da unten los ist. Au! Room of Monuments. What the hell? Was muss ich hier machen? Der ist ja cool. Das ist ein cooler Raum, der gefällt mir. So, wir haben jetzt eine Treppe nach oben. Ja.
Das ist schon sehr praktisch. Ich hoffe wirklich, dass das Saat hier aufgeht. Hä? Kann ich? Ach so, das ist noch. Lass mal gucken, ob ich hier irgendwie ein Iglo hinkriege. Dass wir irgendwie einen Schutz vor den Zombies in der Nacht haben. Hier scheint der Bereich von der Lawine zu sein. Was ist das? Ah, das ist wahrscheinlich der Spawnpunkt gewesen. Wir bauen hier einfach mal ein Iglu. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Nicht weit. Ja, zum Glück wächst der Schnee nach. Ja, können wir hier einfach dann neue Blöcke machen. Ach verdammt, jetzt kommen wir da ja gar nicht mehr rein. Wir könnten eine Türe craften. Dafür brauchen wir zwar... 30 gibt es sogar. Dafür brauchen wir zwar Holz dafür, aber wir sind dann sicher. So. Dann platzieren wir mal die Türe. Und hier vielleicht noch ein Blöckchen. Oh ne, machen wir auch eine Türe hin. So. Das war's auch jetzt von der ersten Folge Minecraft Captive. Wir sind hier in unserem kleinen Verlies. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr euch das wenn ihr das interessant findet, ich habe noch eine Türe in der Hand. Lieber ein Goldnugget. Dann schau doch einfach in der nächsten Folge wieder vorbei. Ja, das Let's Play wird, keine Ahnung, ich denke alle 2-3 Tage kommen. Mal gucken. Wahrscheinlich alle 2 Tage, bis ich alle Achievements erreicht habe. Das ist mein Ziel, alle Achievements erreichen. Und ja, dann sehen wir weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.